So, und damit herzlich willkommen zurück zu PC Building Simulator. Und ich würde sagen, heute schauen wir direkt mal, was wir hier so haben. Ich glaube, das hier ist tatsächlich mal wieder einer. Ja, das hier ist mal wieder einer dieser Aufträge, beziehungsweise einer dieser Mails, die wir eigentlich schon mal erhalten haben. Aber wie gesagt, einmal hat das Spiel ja nicht gespeichert und deswegen sind einige dieser Aufträge verstreut jetzt über die nächsten paar Ingame-Tage. Den hatten wir zum Beispiel schon. Aber das hier nicht. Lesen wir mal. Hi, ich versuche immer noch die Daten von Calogaro Trovati zu laden, aber es funktioniert nicht. Ich habe die Gehälter, den Urlaub und die Aufgabenbereiche durchforstet, aber da ist nichts. Kann es sein, dass er aus Versehen gelöscht wurde? Was ist hier los? Naja, das ist immer noch die Person aus der Personalabteilung, die da ja so ein bisschen ihren Unfug treibt. Aber was haben wir hier? Ian Rowe wieder. Dieser PC muss Datamine auf den empfohlenen Spezifikationen ausführen können. Klingt wichtig. In meinem nächsten Videotutorial soll es um Verkabelung gehen. Könntest du ein paar gelbe Kabel einbauen, damit ich sehen kann, wie das geht? Hey, bei uns steht gerade eine unangekündigte Buchprüfung an, also heißt es alle Mann an Deck. Anscheinend gibt es irgendwelche Diskrepanzen, was das Budget angeht. Dieser PC muss bereit sein, damit wir unsere Zahlungsdatenbank etwas schneller durchgehen können. Ich würde mich ja selbst gern drum kümmern, aber du kannst dir ja vorstellen, dass ich mit dem Papierkram super beschäftigt bin. Ich habe ja nicht mal die Zeit, weitere Computerreparatur-Tutorials anzusehen. Sieht jedenfalls nach Standard-Upgrade aus. Wenn du mich fragst, solltest du vermutlich das Netzteil, die Grafikkarte und den RAM ansehen. Hey, sollte ich dir jetzt die IT-Beratung in Rechnung stellen? Nein, sonst stelle ich dir gleich mal in Rechnung, dass du meine Zeit verschwendest. Das, dann siehst du mal, wie teuer IT-Support sein kann. So, Beleuchtungssoftware kriegst du gratis, Will It Run kriegst du mal gratis und du brauchst Cookbooks, ne? Ne, die Datamine. Datamine, wo haben wir es denn? Hier. Sicher, dass sonst nichts war? Okay. Ja, das war's wirklich. So, wir warten gerade mal. PC sollte gleich aus sein. Okay. Dann müssen wir jetzt gerade mal alle Kabel austauschen. Dann machen wir dafür die Rückseite tatsächlich mal auf. Damit wir auch nichts übersehen. Ja, das haben wir alles. Lüfterkabel haben wir soweit nicht. Oder? Ah doch, okay, das ist auch schon ab. So, dann brauchst du gelbe Kabel. Nehmen wir einfach mal das hier. Und verkabel dann gerade mal kurz alles neu. So. Das hätten wir. Und dann können wir jetzt ja mal schauen. Also was, stellen wir deine ganze Beleuchtung auch einfach mal auf gelb. Wird schon okay sein. So, Datamine. Und du brauchst mehr Festplattenspeicher. Mit dem RAM. Ah, nee, vielleicht meint er mit Speicherlösung tatsächlich das. Okay, das kann natürlich sein. Was? Er hat doch drei Sachen gesagt. Netzteil braucht kein Upgrade zwingend. Oder? 750 Watt Netzteil. Da kannst du locker eine 1080 mit betreiben. Okay. So, was hast du denn für eine SSD da drin? Ja, weißt du was, die lassen wir so. Wir bauen einfach noch eine weitere ein. Müsste ja eigentlich problemlos möglich sein. Weißt du was, wir tun sogar noch eine HDD rein. Dann haben wir ein bisschen Kosten gespart. Da müssen wir, glaube ich, von vorne einbauen. Ah, Mist. Müssen wir trotzdem hier abmachen. Kosten sparen tun wir doch gerne. Mit 1080...
Eine 1080 müssen wir aber, glaube ich, leider trotzdem kaufen. Dann haben wir keine hier. Nee. Das ist natürlich ungut. Dann würde ich den Auftrag mal kurz auf die lange Bank schieben, damit wir uns schon mal um den nächsten kümmern, so lange. Wie viel Geld kriegen wir? 1400, ja, da können wir auch. Da kriegst du was ganz okayes. Ah, vielleicht nicht eine. Obwohl, wir können ja auch eine TI geben. Weißt du was? Wir geben dir die TI. Ich mag die von EVJ. Die fand ich schon immer echt cool, die Kingpin. So, was haben wir hier sonst noch? Chazmatric, wie geht's dir? Alles gut? Wir basteln gerade an unserer Social Media Strategie und ich brauche ein paar Upgrades, okay? Dieses Goldstück habe ich ganz hinten in einem Regal entdeckt. Der Arbeitsspeicher fehlt, aber das ist ja gar kein Problem für dich. Mir schwebt ein Benchmark-Ergebnis von 4000 vor, wenn du damit fertig bist, okay? Da war noch ein Aufkleber drauf von der Forschung und Entwicklung, also sei vorsichtig, kann sein, dass der radioaktiv ist. Klar, überhaupt gar kein Problem. Ah, keine Sorge, kleiner Scherz. Jedenfalls wird das Teil verschenkt, also wäre es eine Idee, die Festplatte leer zu räumen. Unsere letzte Geschenkaktion war leider ein kleiner Rückschlag. Der Streamer, mit dem wir zusammengearbeitet haben, wurde gesperrt, also mussten wir den Beitrag zurückziehen. Anscheinend hat er gestreamt, wie er am helligsten Tag eine alte Dame verprügelt. Dann solltet ihr vielleicht mal Dinge überdenken. Seltsamerweise gab es für einen Post, jedenfalls solange er online war, sehr viele Kommentare. Achso, für einen Post. Oh. Ich habe gerade kurz. Egal. Seltsamerweise gab es für unseren Post, jedenfalls solange er online war, sehr viele Kommentare. Wobei die meisten sagten, die alte Dame hätte es verdient. Aber das Management möchte mit derartigen Katastrophen nichts zu tun haben. Also geht das nächste Mal um seriöse Geschäftsleute. Ja, das ist weniger Drama und auch sicherer für die Rentner. Ich habe ein gutes Gefühl dabei. Na, wollen wir mal abwarten. Oh, die können Dreck am Stecken haben. So, du hast da gar keinen RAM tatsächlich drin. Bisher. Kriegst du super solide 2 GB von uns. Weiß ich, irgendwo liegen sie? Hier. Das muss reichen. So, Benchmark Score liegt momentan bei 2000 Punkten nur. Das ist wahrscheinlich Grafikkarte, würde ich mal vermuten. Was hast du da für eine CPU? Pentium 4600. Ja, vielleicht ist auch doch nicht CPU. Nicht die GPU. Wir können auch ein Downgrade machen, aber ich glaube, das kommt nicht so gut an. Was machen wir hier? Ah, weißt du was? Kriegst du ein i3. Es ist doch auch schon ein Upgrade. Es ist kein großes Upgrade, aber es ist ein Upgrade. Ein i5 würde ich lieber für andere Systeme aufbewahren, wenn ich ehrlich bin. Du kriegst noch ein kleines GPU-Upgrade von der R9 280 auf eine R9 380 oder sowas. Müssten wir eigentlich ja da haben. Da passt das schon. R9. Ah, du kriegst eine R9 370. Ist das eigentlich überhaupt noch ein Upgrade? Vielleicht auch nicht. Hier, R9 380. Ja, ich weiß, der CPU-Kühler fehlt noch. So, jetzt. Wollen wir mal hoffen, dass der Leistungswert jetzt hoch genug ist. Naja, ich hasse das Case dafür. Da fehlt leider noch 3D Mark drauf. Dann müssen wir noch installieren. Hoffen wir mal, dass er damit schon die 4000 Punkte erreicht und wir nicht noch extra übertakten müssen, aber könnte natürlich sein. Wenigstens stellen wir den hier schon mal rüber. Und dann starten wir den Benchmark. Hier. So, wieder Polly haben. Jetzt. Ah, ich glaube, das hatten wir schon, ne?
Ja, okay, das war das RAM-Problem. Das hatten wir tatsächlich auch schon. Das kriegen wir auch gerade mal so hin. So, erstmal installieren wir da unseren kleinen USB-Stick mal und. Ja, okay, stimmt. Der RAM ist ja kaputt gegangen. Hatte gerade nur im Kopf, dass sie ein Upgrade brauchte, aber nee. Das war kaputt. Das waren 8 GB 3000. Jetzt mal 8 GB 3200. So, dann schauen wir gerade noch mal, was wir sonst so brauchen. Ich weiß noch, du wolltest ein anderes Hintergrundbild. Was? Beleuchtungssoftware kriegst du auch noch drauf. Und dann müssen wir natürlich gleich noch gucken, dass das Programm auch installiert ist. Hier. So, sonst war es aber nichts. Mail Networking, yeah. Ja, nee, das war eigentlich alles. Bild vom Konzert kriegst du natürlich. Jupp, da hast es. Das läuft. Wir gucken natürlich gerade noch mal, dass es auch so läuft, wie soll. Aber ja, das tut's. Also können wir den tatsächlich schon mal wegtun. Okay, damit müsste Vanita ohne Probleme durch ihre Networking-Veranstaltung kommen. Sie brennt darauf, wieder für uns zu singen. Wir sind wieder da. Lasst die Puppen tanzen. Hurra! So, wie viele Punkte haben. Wir haben damit immer noch nur 2600 Punkte erreicht. Das tut ein bisschen weh. Das müssen wir ändern. Ob das kriegen wir auch hin. Wir gehen hier erstmal hoch auf 2,4. Ich probiere es zumindest mal. Ich glaube nicht, dass wir die ganze Leistung einfach so rausgeholt bekommen, aber wir können es ja mal, ne, einfach probieren. Ich weiß nicht, was wir aus so einer Grafikkarte rausholen können. Aber wir werden es gleich rausfinden. So, und hier brauchten wir einfach nur das Zeug, was ich glaube ich schon im Warenkorb getan habe, ja, ne? Bauen wir gerade mal die 1080 Ti da ein. Na. Ja, das läuft. Und dann schauen wir hier gerade mal, was wir so rausholen. Also hier gehen wir erstmal auf 1500 MHz. Wie sieht es von den Temperaturen dann so aus? Oh, das ist schon nicht so gut. Ja, weißt du was? Gehen wir hier mal beim RAM, beim VRAM ein bisschen runter. Ja, okay, Grafikkarte war das Problem. Ja, vielleicht ein bisschen weniger. So, hier muss ich gerade noch mal kurz die Beleuchtung anpassen. Aber sonst war da ja eigentlich auch alles okay. Gelbe Kabel, das Programm muss auf den richtigen Specs laufen. Das tut es jetzt auch ohne Probleme. Also weg mit dem Rechner. Spitzenarbeit! Jetzt können wir die Zahlen im Handumdrehen prüfen. Und danke nochmal für die gelben Kabel. Kann sein, dass ich später nochmal auf dich zurückkomme und frage, wie das geht. Du hast doch gesagt, die gelben Kabel reichen der dafür. Aber okay. Ernsthaft? 10 MHz haben da jetzt schon ausgereicht für einen Crash? Da war nur 5 Grad Spielraum. Das ist schon ein bisschen traurig. Ja, da ist nicht viel Übertakten drin gewesen, wenn wir ehrlich sind. Ich glaube nicht, dass wir so schon
es hinkriegen, die 4000 Punkte rauszuholen. Wir werden es natürlich trotzdem probieren, aber ich glaube nicht, dass das was wird. Müssen wir wahrscheinlich schon eine bessere Grafikkarte leider einbauen. Ja, aber auch die CPU struggelt sehr, wie man vielleicht merkt. Ist ein bisschen, tut ein bisschen weh, das sich anzuschauen, wie die 3D Mark mit 8 FPS läuft. Und das, obwohl es nie 3 ist. Ist nicht mehr ein was hatten wir vorher drin? Ein Pentium, ne? Müsste ein Pentium gewesen sein. Aber hey, wenigstens hier müssten wir eigentlich durchaus einen Fortschritt sehen. Wir haben ja ein bisschen übertaktet und eine bessere Grafikkarte reingetan im Vergleich zu ganz am Anfang. Aber es dauert natürlich trotzdem noch ewig. Wir müssen auch mal gucken. Wir haben noch 17.000 Dollar. Eigentlich könnten wir hier mal wieder was kaufen. Sekunde, wir gehen einfach mal in die Deko-App, währenddessen da hinten das Zeug noch läuft. Wir wollten ja vielleicht mal so eine Couch oder sowas holen. Das hier sieht halt eigentlich beides ganz cool aus. Aber die Sache ist, passt das Blau hier in den Raum? Die würde auf jeden Fall auffallen. Aber weißt du was, nehmen wir uns mal eine Couch. Was haben wir hier sonst noch so? Wir hätten theoretisch noch ein bisschen Zeug zum Dekorieren, was wir kaufen könnten. Oh, das ist durchgelaufen und es hat effektiv fast nichts gebracht. Wow, das ist schon sehr traurig. Okay, wir brauchen eine stärkere GPU. Das ist sehr schade. So, wie viel hat die noch uns gekostet? 72 Dollar. Wow. Das ist echt viel. GTX, was weiß ich. Müssten wir eigentlich mit der GTX 79 besser dran sind? Müssten. Sag das sehr vorsichtig. Ich werde sie trotzdem einfach noch mal ein bisschen übertakten. So. Schauen wir gerade mal. Ja, 68 Grad. Da ist noch ein bisschen Spielraum. 89. 91. Ja, schaffen wir das hier noch? Jawohl. Ja, Sekunde, wir machen das hier mal gerade noch aus. So, jetzt. Und dann können wir hier weiter shoppen, nebenbei. Das hier sieht eigentlich auch noch ganz cool aus, die Bücher, aber das ist halt schon teuer. Aber weißt du was, nehmen wir es einfach mal mit. Warum nicht? Kann man schon machen. So, PC-Apps für normale Menschen finde ich eigentlich auch ganz cool. Ich wehre mich eigentlich gegen die PC-Building-Simulator Fidget-Spinner, aber weißt du was, von mir aus. So eine Pflanze nehmen wir noch mit, die finde ich eigentlich ganz cool. Beziehungsweise zwei. Rubik's Cube haben wir ja schon einen. Ja, die hier nehmen wir noch mal gerade mit. Die Pirat-Copies. Warum nicht? Ja, der Arcade-Automat ist halt momentan einfach noch zu teuer für uns. Und leider der hier auch. Also damit sind wir im Grunde gefühlt pleite, wenn wir das kaufen. Und dann, was weiß ich, nochmal einen Tag reinkommen, wo wir für so 6.000, 7.000 wieder was bei Onkel Tim bestellen, dann sind wir pleite. Aber wir haben schon mal ein paar Sachen gekauft. Das ist doch schon mal etwas. Kommt aber natürlich auch noch ein bisschen was dazu auf Dauer. Na ja, okay, das ist jetzt kein so großes Upgrade, wie ich mir es erhofft habe. Das sind irgendwie 4-5 Frames mehr. Nein, es reicht immer noch nicht. Weißt du was, dann kriegst du halt ein i5. Oh, da wollen wir nicht. Hier so. C.
CPU, i5-6400. Viel Spaß. Wie, du kannst mir jetzt nicht sagen, dass der PC jetzt nicht mehr stark genug ist. Das kann jetzt ehrlich nicht mehr sein. Wehe. Ne, wir kommen jetzt hier auf knapp 10 Frames. Das ist schon mal ein Riesenunterschied. Wir haben eine 79 eingebaut. Das muss reichen. Meiner Meinung nach. Bin sehr wütend, wenn das nicht reicht. Wir könnten hier trotzdem schon mal ein bisschen schauen, was interessant finden. Also ich hätte auf jeden Fall, wie gesagt, gerne hier sowas. Die haben wir ja eben überhaupt nicht gesehen. Die größeren Pflanzen. Ja, müssen wir uns auch für nächstes Mal so ein bisschen aufbehalten. Aber ich hätte auf jeden Fall auch gerne den Arcade-Automaten und den Getränke-Automaten. Aber die kosten halt zusammen über 10.000. Das ist halt nicht machbar für uns im Moment. Ja, auch sowas könnten wir dann nehmen. Ich weiß nicht, ob cool im Regal aussehen, aber wir sehen es dann ja, wenn wir sie haben. Und vielleicht irgendwie noch irgendwas, was wir uns auf den Boden legen können. Oh, das hier ist eigentlich auch ganz cool. Ein Stapel robuster Bodenmatten mit subtil von Grafikkarten inspiriertem Design. Ne, Polygon. Und da haben wir die Lüfterstapel, ein Stapel robuster Matten, die wie Computerlüfter aussehen. Ist eigentlich auch ganz okay. Was haben wir hier? Diese Läufer sind versehentlich in der Fabrik aneinander kleben geblieben. Aber je länger wir es uns anschauen, desto mehr gefällt es uns. Wahrscheinlich ist genau das, was die Entwickler sich auch dabei gedacht haben. Ja, aber sonst haben wir da noch nicht so unglaublich viel. Unglaublich krasses Zeug, finde ich. Bluescreen. Ah, der PC ist jetzt ein bisschen wärmer geworden. Das ist natürlich jetzt ungünstig. Ich will den Part eigentlich gar nicht so rauszögern. Passiert einfach so. So, hoffentlich läuft er jetzt. Bitte. Ich werde nicht so unglaublich viel Geld da ausgeben, falls ihr das versteht. Weil der Auftrag bringt uns halt auch nicht viel, bin ich mir ziemlich sicher. Und selbst wenn er, ja, bringt ein bisschen mehr als das, was wir hier ausgegeben haben. Ja, ich weiß, aber wie geben wir andere Aufträge schon mehr Geld aus, als wir da reinbekommen? Irgendwo müssen wir ein bisschen Gewinn machen. Und das hier bietet sich halt einfach echt gut an. Finde ich. Deswegen, ich finde das gerechtfertigt, was wir da machen. Gut, wir verdienen hier an dem Halter 6-fache von dem, was wir bekommen, aber... Aber wir haben unsere Gründe, okay? Das ist okay. Finde ich. Trotzdem bin ich gleich gespannt zu sehen, was wir tatsächlich an einer Punktzahl erreichen. Also wenn es jetzt immer noch nicht reicht, dann bin ich wirklich ein bisschen schlecht gelaunt. Tja, Spiel. Mir das nicht an. Ich weiß auch gar nicht, der Test läuft nicht ganz durch. Das habe ich bisher gar nicht drauf geachtet, aber ich glaube, der läuft nicht ganz durch, weil er so lang dauern würde sonst bei der langsamen Hardware. Ja. Nein! 34 Punkte! 34! Das kann doch nicht dein Ernst, dein Spiel. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Was machen wir denn da? Machen wir noch eine stärkere CPU rein? 6600K können wir vergessen. i5-6500, hopp. Let's go.
So. Ich weiß, ihr sitzt jetzt alle schon verzweifelt zu Hause vorm PC oder Handy oder Fernseher oder wo auch immer ihr das Video drauf schaut, aber das muss sein. Okay, er läuft zumindest mal ohne zu warm zu werden. Das ist gut. Frames, 10,3, 10,4 sogar. Ah, vielleicht sogar 0,5. Ob das muss okay sein. Wir schaffen 10,7, vielleicht noch 8. Ja, wir haben noch die 8 geschafft. 10,8 Frames. Das ist streng genommen fast 1% mehr als letztes Mal. Und hier beim GPU-Teil müssten wir genauso stark bleiben, wie wir sind. Und wenn wir bei den knapp 4000 Punkten nochmal ein ganzes Prozent, wo es ja kein ganzes Prozent, weil wir uns bei der GPU nicht verbessert haben. Aber was weiß ich, wenn wir da ein bisschen was draufrechnen, die 34 Punkte müssten wir easy zusammenkriegen. Wenn nicht, dann ist das echt Schiebung dieses Mal. Wir haben es lang genug gerade eben probiert. Ich sehe irgendwie schon den Folgentitel so halb vor mir. Dieser PC treibt uns in den Wahnsinn oder irgend sowas. In die Richtung wird es gehen, da bin ich mir schon ganz sicher. Aber bitte, bitte PC, das muss jetzt sein. Ich will nicht, dass wegen dem einen PC, danke, dass wegen dem einen PC das Video jetzt irgendwie 30 Minuten lang wird. Die Zahl ist fast nice, aber naja. Okay, ich würde sagen, wir sind froh, dass wir diesen PC endlich fertig bekommen haben. Wir mussten jetzt doch ein bisschen mehr ausgeben, als ich wollte, aber wir haben immer noch ganz guten Profit gemacht. Was? Oh, wir sollten die Festplatte löschen. Ah, das sind vertrauliche Forschungsergebnisse. Das ist nicht schlimm. Ist ja nicht so, als hätten wir so an dem PC rumgedacht, dass wir vergessen haben, was wir sonst noch zu tun hatten. Egal. Eigentlich hatte ich gerade eine Woche Werbung auf LinkedIn gebucht, aber das muss jetzt warten, bis hier alles gelöscht ist. Also bitte, das dauert nicht eine Woche lang. Das machst du in 2 Minuten. Mache ich dir sogar nochmal gratis, wenn du willst. Aber egal. So, ich hoffe, ihr hattet trotz der Frustration Spaß an diesem Part. Wenn ja, lasst mir doch gerne ein Like da. Und auch natürlich gerne ein Abo, um ein zukünftiges Video nicht zu verpassen. Und dann sehen wir uns gerne hier zurück bei PC Building Simulator oder einem anderen Let's Play. Ciao.